Für diese Seite habe ich mir gedacht, dass ich so zwei aufklappbare Seiten anbringe. Die habe ich jetzt auch schon mal zugeschnitten und hier gefalzt. Und als nächstes werde ich hier erstmal Klebeband anbringen. Und im nächsten Schritt wird dann die Klebefolie entfernt und die Seite angeklebt. Auf die rechte Seite möchte ich dann auch noch so ein Papier anbringen, damit man das dann im Anschluss so aufklappen kann. Hier möchte ich aber auch noch ein Muster einschneiden. Dafür nehme ich mir jetzt so eine Vorlage. Und das schneide ich mir dann aus. So, hier kommt jetzt auch noch Klebeband drauf und das wird dann hier angebracht. Als nächstes werde ich hier Magnete anbringen und hier dann auch, damit sich das dann besser schließen lässt. Das mache ich wieder mit Sekundenkleber. Als nächstes markiere ich mir jetzt hier die Stelle, wo das Gegenstück angebracht wird. Wenn der Kleber dann getrocknet ist, nehme ich mir Motivpapier und schneide das so zurecht, dass ich das dann da aufkleben kann. Ich habe mir das Papier für die Außenseiten jetzt zugeschnitten und werde das nochmal am Rand etwas einfärben. Dann wird Klebeband angebracht und das alles dann aufgeklebt.
So, die Kanten werde ich hier noch ein bisschen abrunden. Das Papier für die Innenseiten habe ich jetzt schon zugeschnitten und werde es jetzt aufkleben. Dann ist die Seite fertig.